Wieso, denken Sie, ist jetzt zu dem Ergebnis gekommen? Das dürfte wahrscheinlich schwierig sein. Wir hatten an sich zwei Argumentationsebenen. Auf der einen Seite ist unser Verein pro Landesspital. Unsere Argumente haben sich klar und ausschließlich auf Tatsachen basiert, was im Bericht und Antrag drin steht, was in den verschiedenen Gutachten drin steht, was im Gesetz drin steht. Das ist unsere Argumentationsebene. Und die Argumentationsebene der Gegner des Projekts ist, in Gottes Namen, sind ganz klar Unwahrheiten. Sei es, was Zahlen anbelangt, sei es, was der Inhalt der Lösung anbelangt. Und im Prinzip muss ich jetzt einfach davon ausgehen, dass die Unwahrheiten Angst geschürt haben, zum Beispiel im Hinblick auf Krankenkassenprämien, was ein fertiger Unsinn ist. Das müsste jeder wissen, der im Landtag drin ist. Aber bei der Bevölkerung hat das offensichtlich ein Gewicht gehabt. Haben Sie jetzt schon Pläne, wie es jetzt weitergehen wird? Wir sind ja an sich ein privater Verein. Wir sind weder Spital noch Politik. Wir sind im Prinzip der Fanclub von dem Spital. Wir wollen nicht selber shooten, sondern wir sind froh, wenn es dem Spital gut geht. Ich vermute, dass die Regierung, die der Eigner, also das Land, vertritt, jetzt die nächsten Massnahmen ergreifen muss. Es geht darum, den Betrieb im Spital aufrechtzuerhalten und zu bestimmen, auf welcher Ebene eine Neuplanung anfängt. Wobei ganz klar ist, eine Neuplanung bedeutet Jahre. Jahre, die uns einen Haufen Geld kosten, weil wir ständig Reparaturen unternehmen wollen.